darf euch herzlich willkommen heißen zu dem allerersten Singleplayer. Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Also jetzt nochmal. Hey Leute, herzlich willkommen zum allerersten Let's Play Assassin's Creed Singleplayer. Gut, Multiplayer ist jetzt auch schwierig möglich. Ich bin der Findus und ich würde sagen, wir fangen hier mal in diesem schönen Helix-Menü direkt mal an. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen Hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ich hoffe mal, das Spiel, ich muss gleich nochmal die Grafikeinstellung direkt mal anpassen, weil ich weiß jetzt nicht, wie die hier vorgestellt sind. Ich hoffe, ich werde euch nicht zu sehr langweilen und es wird euch Spaß machen. So, die Ladezeiten gehen ja relativ schnell. Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florac, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Da bin ich nicht schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Was für ein Schwein. Hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Es sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Morgen nicht. Doch eilt ihr euch, retten wir den Ort. Was ich tue? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister. Geht! Scheiße. Lauf mal, Sprint, Alter. Ich hab das Gefühl, Stopp die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein. Leute, hat man überhaupt nicht zurückgestellt. Das müssen wir jetzt anscheinend schon gleich mal. Ah, ne, ich bin leid. Ich hab gedacht, wir dürfen direkt mal klettern. Jetzt. Ah.
Das ist allerdings auch mein allererstes Assassin's Creed, was ich hier spiele. Also nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen schlecht anstelle mit der Steuerung und Shift und... Okay, ich muss noch mal ganz kurz was an den Einstellungen ändern. Ach, was mache ich denn hier? Audio. Ja, die Untertitel lasse ich mal. Was haben wir hier Schönes? Ne, das kann ausbleiben. Steuerung, Grafik. Grafik muss ich sagen. Auflösung. Sehr hoch. Ich möchte euch natürlich das Beste, was es gibt, zeigen. Ja, ich hoffe mal, so weit kommt man jetzt hier auch noch. So, dann machen wir mal weiter. Der Turm! Sie haben den Turm gestürmt! Ach, Sie haben wen am Ende? Das war aber jetzt knapp. Der Assassin ist natürlich schon besser unterwegs, allerdings, gut, wir sind ja nun mal keiner, wir sind ja ein Templer zur Zeit noch. Ich bin mal gespannt, was sich in dieser Story noch so heraustragen wird. Spielt ja in der, oder soll ja in der französischen Revolution spielen. Ich bin mit der Steuerung im Moment noch nicht ganz so traurig, ey. Muss ich ja zugeben. Der hat aufs Maul gekriegt. Das Schwert würde ich natürlich auch gerne behalten. Aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht so sein wird. Mal gucken. Da war anscheinend ein schönes... Ah ne, eine schöne versteckte Tür. Die hoffentlich auch versteckt bleibt. Das Zeichen der Templer. Ich frage mich, was die Templer jetzt noch mit den Assassinen zu tun haben, weil eigentlich sind die ja irgendwie Feinde, soweit wie ich das verstanden habe. Das war's mit uns. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt dieses Buch suchen wird. Sieben Jahre später.
Korps Clemens. Hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen. Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Okay. Was auch immer das jetzt war. Aber anscheinend ist diese Helix-Firma nicht ganz das, was sie vorgibt zu scheinen. Ja, okay. Ich denke mir, mein Spiel muss jetzt noch den Rest installieren. Deswegen sage ich mal, das war jetzt mal die kurze erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge, ja gesagt. Ciao.